ist nochmal dabei. Auch einmal hier. Einmal die Hosen runter, freie Auswahl. Immer wieder mitmachen. Gut. Nehmen wir also an, ich würde mich auf dieses Angebot einlassen, ich würde dieses Spiel spielen. Was dann? Nun ja, zunächst einmal suchen wir ein für Sie geeignetes Spiel heraus. Es gibt da ja unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, je nach geistiger Reife, versteht sich. Wer hat schon Lust, ewig, Mensch, ärgere dich nicht zu spielen, nicht wahr? Verstehe, und dann? Dann kommt der wundervolle Augenblick der tiefen, tiefen Entspannung. Ein herrliches Gefühl, so ganz, als würde man sich kuschelig ins Bettchen legen und lächelnd sanft einschlummern. Und schwupps, ist man wieder wach. Aufgewacht inmitten eines herrlichen Spiegelraums, der vollkommen real einen programmierten Traum generiert. Ja, ein ganz reales Leben. Einen Traum mit einer absolut logischen eigenen Agenda, mit einer insgesamt Historie der kompletten Welt, die nun als eigene logische Realität für wahrzunehmen ist. Ja, ja, mittendrin. Nicht nur Beobachter. Jetzt ist die Banane tatsächlich zu schmecken. Aha. Und nun läuft ein Programm, oder? Ja. Ja, genau. Nun läuft das Programm des Lebens eines, Moment mal, was haben wir denn hier? Hier zum Beispiel das Leben eines Heiner Müllers. Ja, ein Bäcker, Schrägstrich in, also ein transitives Programm, das scheint ja schon mal recht vielversprechend zu sein, nicht wahr? Dieses Programm nun ist die Grundlage aller logisch erscheinenden Gedanken im Spiel, aller Empfindungen, die durch das Programm generiert werden. Was mag Heiner Müller und was mag er nicht? Dieses Programm wird nun unbewusst als eigenes Leben für wahrgenommen. Und hier beginnt die spannende Abenteuerreise zurück zum Ursprung. Ja, sich erinnern, dass man der Spieler ist, der dieses Programm sozusagen belebt, herauszufinden, ob und wie man sich tatsächlich bewusst im Programm bewegt. Ohne sich nur einen gedachten Millimeter aus seiner eigenen Mitte zu begeben, selbstverständlich. Es läuft doch auch ein Programm, wenn ich es bewusst beobachte. Eben drum, ganz gleich wie intelligent oder geistreich es auch ist, es ist, was es ist, ein Programm. Ein Wort bestimmt, wie und was das Programm im weiteren Verlauf an Situationen und Bedingungen aufruft. Es gibt da ja mehrere gedankliche Wege, und zwar der Glaube. Glaube ich, dass ich ein Programm nutze, in einem Programm stecke? Wenn nein, dann geht das Spiel Heinrich Müller genormt weiter. Wenn ja, bleibt die Frage, ist auch das programmiert, die Möglichkeit eines bestimmten Glaubens und die daraufhin sich verändernden Situationen, Begebungen und Wahrnehmungen? Glaube, feste Überzeugung, die nicht auf Fakten oder Beweisen, sondern auf einem Gefühl beruht. Tja. Und da jede Gefühlsmöglichkeit programmiert ist, ist jede Entwicklung des Lebensspiels an sich bereits programmiert. Ist das nicht herrlich? Nichts kann passieren, rein gar nichts. Und doch scheinbar alles. Illuminationen und Illusionen vom Allerfeinsten. Und doch vollkommen real. Aber eben eine Illusion.
Wenn die einzige Realität eine Illusion ist, dann ist die Illusion die Realität. Wie kann ich wissen, dass das, was wir beide hier nun tun, nicht ebenfalls eine Illusion ist? Eine Illusion in einer Illusion eben, oder halt ein Traum im Traum? Wie jetzt? Sie meinen, dass ich eine computergenerierte Figur bin und Sie gerade träumen, dass ich Ihnen das Angebot mache zu träumen? Ja, ja, genau. Einen Moment bitte. Also, ich werde da mal kurz, also da würde ich gern in der Zentrale, das ist jetzt ein wenig verwirrend. Also